Ja moin, mein Name ist Alvo und dieses Video soll eine absolute Premiere auf diesem Kanal werden, denn ich stelle euch einen Auslosungsgegenstand vor, einen elektronischen Auslosungsgegenstand, den ich sonst noch nie in irgendeiner Art und Weise ein Video drüber gemacht habe. Und zwar soll es heute um das Ulefone Armor X7 gehen, ein als Outdoor-Handy deklariertes Handy. Ob es diesem Test standhält und ob die Spezifikationen wirklich für Outdoor-Leute wie uns gedacht sind, das erfährst du in diesem kleinen Video. Viel Spaß dabei. Schön, dass du bei diesem kleinen Video an diesem wunderbaren Sommertag mit dabei bist. Ich hoffe, die Belichtung stört nicht zu sehr, aber draußen filmen macht meiner Meinung nach immer noch am meisten Spaß. Es soll um das Ulefone Armor X7 gehen. Das ist ein mir zugesandtes Handy. Ich bin nicht von selbst drauf gekommen, sondern Ulefone hat mich angeschrieben, ob ich nicht ein Low-Budget, ein günstiges Handy testen möchte von ihnen in Outdoor-Spezifikationen. Ne? Ob ich dann mal ein bisschen gucken möchte, ob sowas für Wanderer, für Trekker, vielleicht aber auch auf der Baustelle und ähnlichen Berufen, wo es mal hart zur Sache geht und wo ein Handy vielleicht auch sowas mal abkönnen sollte. Das obligatorische Links findest du in der Videobeschreibung. Einfach mal draufklicken, damit unterstützt du mich immer, auch wenn du nichts kaufst am Ende des Tages. So, das ist das kleine Handy. Wir gehen einmal ein bisschen in die Nahansicht und am Anfang ja immer ein bisschen die technischen Spezifikationen, ne, erzählt. Das Thema ist, solche Handys haben sehr, sehr viele technische Spezifikationen. Ich werde euch nicht alle nennen können, deshalb schaut dann einfach mal auf den Link und vielleicht auch nochmal auf der Herstellerwebseite, die werde ich dann auch nochmal verlinken, damit ihr, wenn ihr es ganz, ganz genau wissen wollt, einige Dinge nochmal nachschauen könnt selber. Welche Grundfunktionen? Wir haben hier ein ziemlich großes, klobiges Gehäuse. Ich hatte am Anfang nicht erwartet, dass dieses Handy, dieses Mobiltelefon so ein Brocken ist, aber im Gegensatz zu meinem vorigen, das war glaube ich ein LG Power X, ist es zwar ungefähr gleich groß vom Bildschirm her, ne, 5 Zoll, aber wir haben hier deutlich mehr in der Breite und auch an sich an Gewicht. Ne? Das ist, gehe ich zumindest davon aus, der wirklich harten und gut schützenden Hülle gedacht. Wir sehen hier überall so, dass nochmal das gesamte Handy einmal eingefasst ist in so einen extra Hartkunststoff, was es auch bis jetzt bei mir davor bewahrt hat, Schäden zu bekommen. Ist ein paar Mal runtergefallen, ne? Es fällt mal vom Nachttisch runter oder aus der Hand, wenn man gerade im Stress ist, und das hat alles funktioniert. Dann haben wir hier hinten eine Kamera, funktioniert in Ordnung. Dann haben wir hier einen kleinen Fingerprint, funktioniert nicht so gut. Wir kommen zu der Bewertung später noch mal. Erstmal nur die Spezifikation. Haben wir hier eine Lampe und dann haben wir die ganzen Eingänge natürlich. Ne? Wir haben hier einmal für die SIM-Card, oben für die Kopfhörer, normale 3,5 Klinke, das muss man ja heutzutage immer mitsagen. Und hier unten ein USB, ich glaube, Mikroanschluss. Warte mal, ich habe nämlich immer beides sowieso immer zu Hause, Mikro und Nano. Aber es ist nicht USB-C. Ne? Meine Frau hat zum Beispiel USB-C und die musste mal gucken, dass sie Kopfhörer hat mit dem USB-C-Anschluss, damit sie Musik hören können. Wir kommen hier zu einer kleinen Besonderheit. Ne? Diese ganzen Klappen, wo Öffnungen sind, die verschlossen werden müssen, damit kein Wasser reinkommt und solche Geschichten, die sind alle mit sehr festem Material umgeben. Das heißt, man muss, wenn man keine guten Fingernägel hat, meine Frau hat das so geschafft, ich schaffe das nicht so, einen kleinen Gegenstand da rein. Schlüssel geht immer. Und dann kann man das aufmachen. Ne? Sieht man hier, bleibt auch immer noch dran. Und dann hat man hier den normalen USB-Anschluss. Das hat mich am Anfang ein bisschen gestört, aber zu der Endbewertung kommen wir dann später. Außerdem haben wir natürlich die Lautsprecher, die relativ ziemlich laut gehen, muss man sagen, aber klirrig sind hinten dran. Und dann haben wir hier noch lauter, leiser an, ne? Handy anschalten. Klassisch, was braucht man da nicht. Und dann haben wir hier eine programmierbare Taste. Wenn die jetzt zum Beispiel anmache, dann ist da Licht. Dann kann man Doppelklick und lange klicken, also gedrückt halten sozusagen, darauf programmieren. Habe ich mich nie mit beschäftigt, interessiert mich nicht, aber man kann es auf jeden Fall tun, wenn man das möchte. Gleichzeitig haben wir bei dem Bildschirm einen Gloves-Modus, so dass man auch mit Handschuhen drauf fassen kann. Das Lieferpaket hat noch so ein paar Kleinigkeiten dabei gehabt, wie so ein Lanyard zum Beispiel, eine Halterung, damit man es vorne ans Fahrrad so dran machen kann. Und auch eine Armbefestigung, dass man sich das sozusagen beim Laufen hier dran machen kann. Das sind kleinere Sachen, die fand ich jetzt qualitativ nicht besonders
hochwertig. Wenn man da was Längerfristiges haben möchte, dann sollte man sich wahrscheinlich selber was anschaffen. Und dabei haben wir einen Akku von 4000 mAh und der hält auch vernünftig. Ich bin kein Handy-Vielnutzer, das heißt, was mache ich damit hauptsächlich? Ein bisschen WhatsApp, vielleicht gucke ich mal YouTube, wenn ich irgendwo auf Klo sitze oder so, keine Ahnung. Aber ich bin jetzt keiner, der gamet, ne? Der jetzt hochintensive Sachen benutzt. Und dann hält das Handy schon seine 2, 3, vielleicht sogar mal 4 Tage, wenn man es spärlich benutzt. Viel mehr will ich gar nicht. Ich würde mich vielleicht über 5000 oder 6000 mAh noch mehr freuen, dass es noch ein bisschen länger hält. Das würde das Handy aber wahrscheinlich auch noch deutlich schwerer machen. Das Ganze ist nach IP68 Standard. Das heißt, man kann wohl eine halbe Stunde lang unter höchstens 1,5 Meter tiefem Wasser das Handy lassen. Und das ist mindestens 24 Stunden staubgeschützt. Wenn man jetzt mal auf einer Baustelle arbeitet oder so, könnte das durchaus relevant sein. Oder wenn man mal durch eine Wüste läuft. Ich weiß es nicht. Ich war noch nie in der Wüste wandern. Ist vielleicht ein geiles Erlebnis. Das Ganze wird natürlich mit Android 10 geliefert. Ich weiß jetzt nicht, also wie gesagt, für mich ist das alles das Gleiche. Ob jetzt Android 9, 10, das ist einfach dasselbe System, was ich seit Ewigkeiten auf Handys habe, einfach weiterentwickelt. Ne? Und wir haben NFC-Möglichkeiten zum Beispiel, die ich persönlich aber auch noch nie genutzt habe. Ihr merkt schon, ich bin nicht der super Technik-Freak, der da jetzt jede Kleinigkeit auseinandernimmt, aber ich gucke mir halt an, was ich haben möchte als Wanderer, als Outdoorer etc. Das heißt, ich möchte ein Handy haben, ein Mobiltelefon, das nicht kaputt geht, das ist wichtig, und nicht alle geht und mit dem ich im Notfall Hilfe rufen kann. Na, das ist mir das Wichtigste, und wenn es als Zweithandy-Auto benutzt werden soll, dass es da nicht zu viel kostet und kein Shishi, kein Schnickschnack, wie man sagt, hat, sondern dass es sich um das Wesentliche kümmert und das Wesentliche tut. Wir haben einen HD-Screen von 1280x720. Es wird hier mit HD Plus beworben. Der Bildschirm ist absolut in Ordnung. Ne? Es ist manchmal vielleicht ein bisschen kantiger als das allerneueste Supermodell, aber es ist absolut im Bereich des Budgets sozusagen von dem Handy. Was ich eben noch völlig vergessen hatte, es gibt natürlich auch eine kleine Frontkamera hier oben. Die ist typischerweise immer ein bisschen schlechter als die Hinterkamera. Wenn ihr FaceTime machen wollt, dann macht das besser, ich sag mal, bei guten Lichtverhältnissen. Ne? Es unterstützt Dual-SIM, es unterstützt bis zu 4G, also 2 bis 4G. Es unterstützt natürlich Wi-Fi, es hat integriert 2 GB RAM und 16 GB Speicher und so weiter und so fort. Wie gesagt, da können jetzt noch ganz viele Gorilla-Glas, ne, was es alles an Spezifikationen immer bei der Technik gibt. Wie gesagt, wenn ihr euch da weitergehend interessiert, nachdem ihr euch das Video ein bisschen angeguckt habt, dann schaut da auch einfach mal drauf. Da könnt ihr die Daten dann miteinander abgleichen. Wobei ich sagen muss, die wichtigsten Daten habe ich eigentlich genannt bei so einem Zweit-Outdoor-Handy oder so einem Arbeitshandy, wo es mal ein bisschen drauf ankommt, dass man nicht so viel Shishi braucht, sondern dass es eher ans Arbeiten geht, dass das Ding auch einfach was aushält. So, nachdem wir diesen Berg an Informationen erstmal verarbeitet haben, erstmal, was denn überhaupt meine Meinung, was habe ich da so getestet und so weiter und so fort. Natürlich erstmal grundlegend, wie ist es denn mit Dreck, wie ist es mit Stoß, wie ist es mit Wasser, wie funktioniert der Akku? Das sind so die wichtigsten Sachen für Outdoor, für mich als Outdoorer sozusagen, was ich unterwegs brauche und was nicht. Ein weiterer Punkt ist natürlich noch GPS, weil man öfter mal nach GPS-Koordinaten läuft oder vielleicht so am besseren Hilferuf absenden kann etc. Das funktioniert natürlich über den ganz normalen GPS-Sender. Da habe ich überhaupt keinen Unterschied zu irgendeinem anderen Handy gemerkt. Also es macht es genauso gut oder schlecht wie das andere Handy, auch das ich vorher in meinem Leben hatte. Wassergeschützt ist es. Ich habe da mehrere Tests gemacht. Einen vorhin, den blende ich euch mal ein bisschen ein. Ja, einfach in Waschbecken reingeworfen, links und rechts hin und her geworfen. Und ihr seht ja, ne? Da gibt es keine großen Probleme. Ich habe auch schon mal einfach ausprobiert, damit eine Serie, die ich gerade ganz unbedingt gucken wollte, weiter zu gucken unter der Dusche. Hat auch funktioniert, ja, war gar kein Thema. Übrigens eine Sache, die ich nicht nochmal mache, weil das, ich glaube, Duschen ist so ein Entspannungsort. Da will ich kein Handy eigentlich mitnehmen. Aber ich habe es mal ausprobiert, weil ich es auch witzig fand, mal zu gucken, wie das so ist. Und das hat das Handy auch ohne Probleme mitgemacht. Und Staub ist dann folglich natürlich auch kein Problem, weil den kann man dann auch einfach abwaschen, wenn er sich in irgendwelche Ritzen oder so abgesetzt hat. Das ist dann auch gar kein Thema.
Stoßtechnisch kann ich natürlich nur das sagen, was ich bisher durchgemacht habe. Das ist, wenn man das Teil halt einfach so hochwirft. Ja, da ist es nochmal aufs Stativ raufgefallen, dagegen geschlagen, passiert überhaupt nichts. Und das habe ich schon an mehreren Punkten gehabt, auch auf Pflasterstein und so weiter und so fort. Dieses Gorillagras wird ja immer mit total hart und so weiter und so fort beworben. Jetzt behauptet aber mittlerweile jeder Handyhersteller, er hat sowas. Aber Handys gehen ja trotzdem noch kaputt. Das heißt, es ist natürlich auch immer eine Frage des Winkels, ne? Wenn man auf eine ganz bestimmte Kante in einer ganz bestimmten Höhe fällt, dann kann, glaube ich, immer irgendwas kaputt gehen. Aber auf jeden Fall, das hält schon mal im Großen und Ganzen dem Alltag stand. Der Akku ist top, entlädt sich auch nichts, habe ich nichts zu meckern. Der Preis, wie gesagt, der läuft sich bei irgendwo um die 100 Euro rum. Und jetzt wollen wir mal zu ein paar negativen Punkten oder Verbesserungsvorschlägen kommen, dass wenn man ein höherpreisiges Handy kauft, ne, hier hat man ja mal unter 100 Euro, da sind Fehler verschmerzbar, vor allen Dingen als Zweithandy. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, die haben ja mehrere davon, ne, die haben noch eine höhere Preisklasse. Wenn man davon mal eins einer höheren Preisklasse haben will, das auch komplett als Alltagshandy fungiert, dann muss das ja anderen Spezifikationen standhalten als das, was ich eben genannt hatte. Und da fallen mir einige negative Punkte auf. Im Alltag ist nervig, dass diese ganzen Dinger hier verschlossen sind mit diesen Kappen. Und das kann schon ein bisschen nerven, wenn man da drum fummeln muss. Wie gesagt, ich komme da gar nicht mit den Nägeln rein, aber ich habe auch nicht so lange Nägel. Das heißt, ich muss immer schnell irgendwie und dann mache ich das auf. Das ist kein Problem, wenn du sowas Kleines immer sowieso am Gürtel ständig hast oder in der Hosentasche. Es ist aber trotzdem irgendwie nervig, ne? Weil du musst dran denken. Ich verstehe, dass das für den Schutz da ist. Und ich kann auch verstehen, dass man das in der Preiskategorie nicht anders lösen kann. Trotzdem nervt es mich. Ganz einfach. Ne? Es nervt mich ein bisschen. Es ist jetzt nicht super schlimm, aber das kann man besser machen. Was man viel besser machen kann, ist, wenn man das überhaupt nutzen möchte, der Fingerprint. Ne? Hier hinten ist ein Fingersensor drauf. Ihr seht jetzt, das ist das Handy angegangen und das ist auch offen. Ja? Das funktioniert aber lange nicht immer. Jetzt zum Beispiel hat es nicht funktioniert. Jetzt hat es wieder funktioniert. Und das kann auch tatsächlich passieren, nach 3-4 Mal oder so sagt das Handy, nee, jetzt will ich das nicht mehr. Das heißt, ab jetzt muss man den Code wieder eingeben und dann geht das halt nicht. Das heißt, ich habe mir das eine Zeit lang ausprobiert, einfach weil ich die Funktion testen wollte und mir dann irgendwann gedacht, ach, das nervt mich nur, ich gebe einfach die ganze Zeit den Code ein. Ist jetzt für mich kein Ausschlusskriterium für das Handy, vor allen Dingen im Outdoor-Bereich. Vor allen Dingen weiß ich, dass viele von uns das nicht nutzen werden. Ich habe es auch nur gemacht, weil ich die Funktion an sich testen wollte. Aber da ist auf jeden Fall Nachbesserungsbedarf sozusagen. Da kann man was deutlich Besseres machen. Was noch interessant ist, ist immer die Kamera. Einen kleinen Schnappschuss für die Facebook-Gruppe machen, um den anderen zu zeigen, ey, was das hier ist, eine coole Wanderroute, da könnt ihr vielleicht auch lang gehen, wenn ihr mal Lust habt. Funktioniert. Bei Tageslicht ist es kein großes Thema, ne? Da kommt das ganz gut hin und wenn natürlich die Sonne untergegangen ist, dann wird es immer ein bisschen weniger gut. Ne? Ihr seht das hier, bei Tageslicht überhaupt kein Problem. Warte mal, ich versuche mal von mir selbst im Foto ein Foto zu machen. Na, dann kann ich nicht auf den Auslöser drücken, warte mal. Ah, nee, so rum. Jetzt stelle ich mich aber blöd an, ne? So. Fantastisch. Hier passieren Dinge. Und dann seht ihr relativ gut. Das funktioniert, das ist einigermaßen scharf. Das hat man jetzt so auf dem Bild nicht genau sehen können. Ich blende euch das vielleicht nochmal ein. Das ist kein großes Thema. Man kriegt da schon seine vernünftigen Wanderrouten hin. Und nachts ist man ja auch weniger am Wandern. Wenn ihr jetzt im Halbdämmerlicht oder so im Wald was fotografieren wollt, ist das nicht die optimale Aktion, die ihr da machen könnt. Also da könnt ihr bessere Handys euch dann besorgen. Das sind so die wesentlichen Dinge, die mir aufgefallen sind. Eine Sache, die ist aber nie wieder aufgetreten. Ich habe es mal nicht geschafft, das Handy ausschalten zu können. Ich weiß nicht, woran das lag, ob ich irgendeine Tastensperre aktiviert hatte oder so, aber ich war beim Sport, dann wollte ich das Handy danach ausmachen, in die Tasche stecken, ging nicht. So, und dann bin ich zu Hause angekommen und dann ging es auszumachen. Ich habe wahrscheinlich irgendwas eingestellt, es ist einmal vorgekommen, danach nie wieder, das heißt, ich kann das nicht replizieren,
Und kann es dann auch nicht als Kritikpunkt hier irgendwie angeben, weil ich ja nicht mehr weiß, was das ist. Vielleicht waren es auch die bösen Chinesen, die uns ausspionieren wollen. Ich weiß es nicht. Genau, da drängt sich natürlich ein bisschen der moralische Aspekt auf. Das hier ist jetzt ein rein China-Handy sozusagen, aber von China vertrieben, von China gebaut sozusagen. Ich sehe da keinen Unterschied zu Amerika. Ne, die NSA-Affäre und so weiter ist mir immer noch im Kopf. Das heißt, wenn man sich entscheidet, ein Smartphone zu haben und da Daten von sich anzugeben, muss man sich immer bewusst sein, dass diese Daten natürlich irgendwo auf einer Datenbank landen, wo dann im Zweifel leider eine Firma drauf zugreifen kann. Dessen muss man sich immer ein bisschen bewusst sein. Das ist aber allgemein das Thema heutzutage, ne? Dass unsere Daten ja nicht immer so ganz sicher sind, wie das besser wünschenswert wäre. Ansonsten, der Prozessor arbeitet in Ordnung. Er ist nicht überwiegend schnell, er ist in Ordnung. Er macht alles so schnell, dass ich nicht die Krätze kriege. Also er macht nicht Dinge zu langsam, er macht sie jetzt aber auch nicht mega schnell wie die Top-Handys. Es ist im 100-Euro-Bereich absolut in Ordnung. Kompatibel ist so zu fast allen Apps, die ich bis jetzt installiert habe. Also ich hatte noch nie, dass es da keine gab. Man kriegt alles hin mit den Notizen, die Oberfläche ist gut gestaltbar, wie das halt so mit Android 10 ist. Es funktioniert grundlegend. Tja, und das war auch schon alles Wesentliche, was ich zu dem Ulefone Armor X7 zu sagen habe. Das ist tatsächlich ein durchaus längeres Video, wie ich da auf dem Display sehe, für meine Einzel-Review-Verhältnisse sozusagen. Da gab es halt viel zu erzählen, ne? Da sind viele kleine technische Sachen und man könnte ja jetzt noch weiter reden. Man könnte jetzt noch genau auf Prozessorleistung und so weiter eingehen. Aber da verweise ich euch dann mal an entsprechende Seiten, die das dann ganz genau im Detail durchgehen. Für mich ist das Ulefone Armor X7 ein vernünftiges Outdoor-Handy. Ein kleines Zweithandy für die Arbeit oder wenn es nur darum geht, unterwegs zu sein. Man kann ja zum Beispiel dann noch, um den Akku auf Touren länger haltbar zu machen, die ganze Zeit in den Flugmodus schalten etc. etc. Und da tut es seine Arbeit und es tut nicht zu weh im Geldbeutel. Das heißt, es ist eine gute Alternative. Finde ich super. Ich nutze es halt auch im Alltag, weil mein altes Handy war alt und konnte dann auch irgendwie weg. Und damit hat sich alles erledigt. Ich hoffe, die kleine Review hat dir gefallen. Vielleicht hast du ja schon ein bisschen mehr Erfahrung als ich mit Outdoor-Handys und kannst dazu mal ein bisschen was in die Kommentare reinschreiben. Ein Nachteil natürlich ist, dass in diesem Handy nicht von selbst ein Kompass etc. drin ist. Ne? Das heißt, wenn man richtiges Survival-Outdoor-Feeling haben möchte, so wenn man richtig in die Wüste oder sonst wohin fährt, nicht so was die meisten von uns machen, das heißt größere Wanderwege oder so, wenn man Kompass in sich im Handy braucht, das nicht auf dem GPS, nicht auf der Elektronik sozusagen beruht, da gibt es dann natürlich noch andere Alternativen. Da muss man dann mal gucken. Das ist noch ein ganz klarer Punkt, den man vielleicht als Fehler nennen kann. Das kann aber jeder für sich selbst bewerten. Ich sage dann mal, wir sehen uns bei den nächsten Videos und bis dahin, tschüss, tschüss.